Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von bemyNAS007. In diesem kleinen Tutorial möchte ich euch die Installation des Mods Singleplayer Commons zeigen. Singleplayer Commons ist sozusagen ein Mod für Minecraft, der euch eine Menge Befehle im Singleplayer eben ermöglicht und außerdem auch das Plugin eigentlich für den Multiplayer World Edit auch für Singleplayer möglich macht. Jetzt zeige ich euch, wie ihr das installiert. Und zwar ladet ihr euch das vom Minecraft-Forum einfach mal herunter. Singleplayer Commons heißt die Datei, der Link wie immer in der Videobeschreibung. So, jetzt klickt ihr bei Windows auf dieses Startfeld und schreibt hier %AppData% ein. Also genauso geschrieben, wie ich es hier gemacht habe. Dann drückt ihr Enter. Ja, also Enter. Gut. Und hier oben seht ihr einen Ordner .minecraft. Dort gehen wir rein, dann gibt es dort einen Ordner bin, gehen wir ebenfalls rein und hier sieht man eine Menge Dateien. Zum einen gibt es hier eine minecraft.jar. In diese minecraft.jar müssen die Mods installiert werden. Wichtig ist es dabei, dass man Minecraft bei diesem Prozess nicht offen haben darf. Gut, jetzt öffnen wir mit einem Entpackungsprogramm, zum Beispiel WinRAR, so wie ich es benutze, die Datei Singleplayer Commons für Minecraft. Wir schließen das hier. Jetzt sehen wir hier eine ZIP-Datei worldedit.jar. Wenn ihr jetzt also auch noch wollt, dass in eurem Singleplayer Commons worldedit sozusagen mit installiert ist, dann zieht ihr diese worldedit.jar einfach in die Bin-Ordner. Ich habe das hier schon gemacht und muss daher nur auf Verschieben und Ersetzen klicken und jetzt liegt hier die worldedit.jar. Jetzt öffnet ihr die Minecraft.jar, die Datei, die etwas weiter darüber liegt, ebenfalls mit einem Entpackungsprogramm, zum Beispiel WinRAR. Wir schließen diese Meldung, schieben das nach links. Okay, wenn man jetzt hier einen Ordner hat, der MetaInf heißt und so aussieht, im Caps Lock geschrieben hier, dann löschen wir dieses Verzeichnis, denn sonst würde der Mod nicht funktionieren. Okay, der Meta-Inf-Ordner wurde gelöscht und wir ziehen jetzt hiervon mal alle Dateien hier rein. Der Meta-Inf-Ordner, der hier drin ist, ist jetzt nicht so wichtig und das hier noch rein. Die worldedit.jar lassen wir einfach mal aus und ganz wichtig ist es auch den Punkt-Punkt-Ordner, das zeige ich euch mal, hier diesen Punkt-Punkt-Ordner nicht mitzunehmen. Darüber befinden sich sozusagen die übergeordneten Dateien, jetzt in diesem Fall das, was ich auf dem Desktop habe. Gut, wir können das alles wieder schließen und jetzt haben wir eigentlich den Mod erfolgreich installiert. Und jetzt sehen wir uns gleich in-game wieder und schauen mal, ob es geklappt hat. Okay, jetzt sind wir in Minecraft drin, mitten auf einer ganz einsamen Insel. Und wenn man jetzt T drückt, dann öffnet man sozusagen das Textfeld, das eigentlich nur im Multiplayer vorhanden ist. Und damit sehen wir auch, Singleplayer Commons wurde erfolgreich installiert. Mit slash help würdet ihr jetzt hier die gesamten Befehle von Singleplayer Commons einmal aufrufen. Das sind ganz schön viele und ich zeige euch jetzt mal nur die wenigsten. Ich werde vielleicht bald noch ein Video machen, die fast alle Singleplayer Commons Befehle erklären wird. Und jetzt, ungefähr hier rechts verlinkt, werdet ihr mein World Edit Video sehen. Und zwar ist World Edit ja eben mit Singleplayer Commons mit installiert. Ich zeige euch jetzt mal den Befehl set jump. Und jetzt wählen wir eine Höhe, zum Beispiel 5. Und wenn wir jetzt springen, dann springen wir immer gleich ganz viele Blöcke in die Höhe. Und so etwas kann man zum Beispiel mit Singleplayer Commons machen. Oder wir könnten den Spawnpunkt versetzen, wo man eben rauskommt. Und ich glaube dann uns mit slash spawn dahin teleportieren, also eigentlich. Und man kann sich dann auch noch Home setzen. Also Singleplayer Commons beinhaltet halt viele Befehle für den Singleplayer. Vielen Dank fürs Zuschauen dieses Videos. Und wenn ihr wollt, kann ich euch die gesamten Befehle von Singleplayer Commons erklären. Das aber in einem späteren Video. Tschüss, bis bald.